Was zur Hölle stimmt nicht mit diesen verfickten Trends? Die Werbung auf YouTube ist total im Arsch. Kein YouTuber kriegt nur annähernd normale Aufrufe. Kein YouTuber wächst. Alles okay. Aber was ist das? Was? 7 krasse Fakten über Book of Rally noch nicht wusstest? Auf Platz 1 trending? Seit 5 Tagen sind so scheiß Gewinnspielvideos überall trending in Deutschland. Warum? Auf den Videoinhalt von der Scheiße gehen wir gleich mal ein. Aber davon abgesehen, das Video ist 12 Stunden alt und hat 25.000 Aufrufe. Gucken wir uns das mal an. Okay, 2600 Likes, 700 Dislikes, 170 Kommentare. Nummer 1 trending in Deutschland. What? Mein scheiß Verstören von gestern hat 4000 Likes circa, 35.000 Views mittlerweile und 1500 Kommentare und ist Platz 45 in Trending. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und davon abgesehen, ist es einfach nur ein scheiß Fake-Scam-Werbedreck. Ich verstehe nicht, wie das Trending sein kann. Der ungekrönte König der Spielhallen und Online-Kassen. Genau wie man die ganzen anderen Videos, wie die Prank Bros scheißen, wie die alles da ist. Und dann geben wir so, was ist das hier? Warum ist das... Das ist trending in Deutschland. Kristen Hanscher Livestream Sex on Instagram. Wer ist Kristen Hanscher? I also have some huge news that I'll be sharing by the end of this video, so make sure you stay tuned for that. Wow! Das erklärt vieles. Und da haben wir schon 8 Euro. 8 Euro kostenlos Online-Casino-Strategie für Gewinn. Schreibt mal für Verlust da rein. Das wäre super. Das wäre Clickbait. Hey und herzlich willkommen. Warum ist eigentlich immer die gleiche Scheißseite? Wie viel Geld kriegen wir dafür? Ich werde dir zeigen, wie du deine 8 Euro Bonusguthaben gratis einlösen kannst. Und dazu werde ich dir noch meine persönliche... Nimmt der Typ im Aquarium auf oder was? Mal ganz ehrlich an die Leute, die die Videos hier machen, ein ganz richtiges Fickt euch, ihr Vollidioten. Es ist halt alles nur ein Scam, es ist alles reine Verarsche und ich weiß nicht, wie das Trending sein kann. Halt die Fresse, du Assi. Und für die ganz... naiven Leute, nein, der Scheiß funktioniert natürlich nicht. Die werden 100%, ich wette mit euch, die haben, ja, natürlich, das ist 100% irgendein Reflink. Der wird für jede Person, die sich da anmeldet, Geld bekommen und deswegen macht ihr die Scheißvideos. Wie auch immer die trending werden, ich weiß es nicht. Man kann sich zwar theoretisch Fake-Klicks kaufen und sowas, aber die werden eigentlich von YouTube registriert und die sollten dann nicht trenden. Ich habe keine Ahnung, wie das in den Trends kommt. Dieses beschissene Video eben mit dem Instagram-Ding, okay, das haben wir kleine 12-jährige Kinder angeklickt. Aber was ist die Kacke hier? Timon Elmas, guck mal, was du sonst noch so für Videos machst. Wow. Wow. Richtig viele. Ah ja, und der Typ hier oben mit dem Lambo bist du natürlich, ist ein Lambo, ich habe keine Ahnung, mir scheißegal, mit dem bist du natürlich du. Guck mir mal Google nach Bild suchen. Gut, das ist ein YouTuber. Schauen wir uns mal das Originalbild an. Ja. 33.000 ist ein richtiger YouTuber. Okay, ja, das bist natürlich du, Timon Elmas, du dummer Wichser. Davon abgesehen ist tatsächlich heute ein recht guter Tag. Die meisten anderen Videos sind normale Trends. Da haben wir mal Glück gehabt, abgesehen von dem Ding. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist in den Trends drin. Ich weiß nicht, wer das ist. Und das Video ist einfach nur Bilder mit Puzzleteilen. Und das war's. Alle Leute sind nur hier, fragen, warum das in den Trends ist. Und die anderen Leute sagen, warum hält ihr die ist behindert. Wenn das hier legit trending ist, okay, dann nehme ich es zurück. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch irgendeine Fake-Scheiße, weil warum sollte das trenden? Was ist das? Das ist einfach nur ein Video mit Puzzleteilen und Bildern. Warum sollte das 100.000 Aufrufe in einer Woche? Ich don't get it. Was ist das eigentlich? Das geht 2 Stunden 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 30. Das Ding hat 30 Werbespots. Warum trendet das in Deutschland? Das ist nicht einziger deutsche Kommentar. What? Ich bin bei allen anderen Videos, okay, man muss die YouTuber nicht unbedingt mögen, die Videos machen, aber da kann ich es verstehen, warum das trending ist. Davon abgesehen, wer ist eigentlich dieser Epic Stun? Der ist seit 3 Wochen gefühlt... Hey Leute, mein Name ist Epic. ...extrem am Explodieren. Ich habe keine... Der wird überall durchgehend vorgeschlagen und ich weiß nicht, wer das ist. Ist irgendwie, I don't know. Wait, da ist schon wieder so ein... I don't get it. Okay, Theorie. Ist das vielleicht wirklich trending, weil viele Türken in Deutschland sich das angucken und deswegen trendet das in Deutschland? Ich meine, theoretisch ja. Oder ist halt... Warum hat das 600.000 Aufrufe nach 2. No way. Achso, und die haben die Statistik ausgeschaltet, dass man nicht gucken kann, wann die Views... What? Ja, okay, die haben halt irgendwie... Warum hat das alles so viele... 1 Million Aufrufe. Also,
wenn irgendjemand von euch weiß, was das ist, oder irgendeine Kommentare übersetzen, ist das hier legit? Ist das wirklich, ist das beliebt? Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich ist es irgendeine Show, die man in der Türkei anscheinend gern guckt. Ich kenne eben keine Ahnung. Warum ist die Scheiße hier überhaupt trending? So ein Kack-YouTuber. Ich bin gerade zum ersten Mal in meinem Leben, lustigerweise. Ich bin gerade auf dem Handy und wollte mir die Trends da angucken. Da kann man ja oben im Reiter auswählen, was für ein Genre man haben will. So Gaming, News, ich glaube Entertainment, Musik, Live oder so. Und ich bin gerade mal auf News gegangen, um zu gucken, ob da vielleicht noch mehr von diesen Fake-Videos dabei sind. In Deutschland ist jedes einzelne Video, was trending ist in News, ist von N24 oder bis ums Ende von N24. Jedes einzelne! Jedes Video ist von denen! Die haben die komplette Trending-Spalte, was News angeht, einfach für sich alleine. Alles. Jedes einzelne Video, jeder Platz ist vom gleichen YouTube. Oh! Promi-Flash. Chester Bennington, Clip Good Fans. Das ist aber krass. Ich will kurz erwähnen, dass der Clip hier übrigens trending ist mit 300 Views. Der ist wirklich, weil ich kann es nicht hier am Handy, ich weiß nicht wieso, aber ja, der ist trending. Das ist einer der meistgeklickten News-Videos. Was eigentlich ziemlich traurig ist, bedeutet einfach, dass es keinen einzigen News-Kanal in Deutschland gibt. Was ein bisschen traurig ist, weil in Amerika sind ja so die ganzen, obwohl Galileos Unterhaltung, was glaube ich die einzige Fernsehsendung, die groß in YouTube Deutschland ist, die es auch auf YouTuber vergrichert. Ich meine, guck mal in Amerika, die ganzen komischen, Oprah hat glaube ich Mega-Views, Ellen hat Mega-Views. Die ganzen hier Late-Night-Shows von den ganzen Dudes haben auch alle mega viele Views, alle 10 Millionen pro Clip teilweise oder sowas. Das gibt's in Deutschland halt nicht. Aber nicht meckern, dafür haben wir 7 krasse Fakten über Book of Ra. Jetzt könnt ihr bitte alle sehr gerne auf das Video von denen gehen und die als dämliche Piep beleidigen, was auch immer. Als Piep könnt ihr da sowas reinmachen wie Erdbeerkuchen. Ach, macht was ihr wollt, ich find's einfach nur fucking... Das ist, ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn es gibt ja viele YouTuber, von denen die trending sind, die ich nicht unbedingt cool finde und nicht mag. Kein Problem, die haben es verdient, die haben ihre Zuschauer, die haben ihre Klicks, die haben es verdient, dass sie da drin sind. Aber so eine Fake-Scheiße, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Guck mal hier, das ist trending über Julian Bam, das ist ein Video von vor einem Tag mit 1,2 Millionen Aufrufen. Und das hier ist anscheinend beliebter in Deutschland. Gut, das war ein bisschen anderes Video. Während ihr jetzt hier irgendwelche Kommentare schreibt, gucke ich mir noch ein bisschen Kristen Hancher Livestream Sex on Instagram an. Und gebt ihm einen Like.